Ich hoffe, Sie haben das Thema meines Vortrags gesehen. Mir geht es um die Nachhaltigkeit unserer Produkte. Ein Riesenthema in der Gesellschaft. Inwieweit sich das auf unsere Produkte übertragen lässt, ist die Frage. Weil ich sag mal, die Nachhaltigkeit tatsächlich am ehesten zu gewährleisten ist, wenn die Produkte, die Sie später mal verkaufen wollen oder die Sie bearbeiten, in Deutschland produziert. Und die Firma Unland, mein Name ist auch Unland, mir gehört der Laden, ist eine Weberei. Wir produzieren, ich glaube, als einziger Couponhersteller all unsere Produkte noch in Deutschland, in Norddeutschland. Sie haben die Gelegenheit, mal auf unsere Internetseite zu gehen, um dort einen schönen Film sich anzugucken. Da werden Sie die Firma auch sehen. Mir geht es eigentlich darum, ich hoffe, dass Sie alle, wie Sie hier sind, mal irgendwann meine Produkte verkaufen. Wichtig erscheint mir, dass jeder von Ihnen, wenn er diese Produkte verkauft, auch weiß, wo die herkommen. Das heißt, ich finde, Sie sind verpflichtet, genau wie wir als deutsche Industrie verpflichtet sind, die Lieferkette sich anzugucken. Das heißt, wenn Sie einen Kunden beraten wollen, müssen Sie wissen, wo kommt das her. Wenn es aus Deutschland kommt, ist die Garantie am größten, dass die Produktion nachhaltig stattgefunden hat. Alleine aufgrund unserer ganzen Behörden, die wir haben, der ganzen Regularien, mit denen ich ja kämpfe seit Jahrzehnten, verpflichten uns, das Wasser nicht zu verschmutzen, saubere Arbeitsplätze zu bieten, Energie einzusparen. Wir sind dazu verpflichtet und wir tun es natürlich nicht nur, weil wir verpflichtet sind, sondern weil wir auch glauben, dass das der richtige Weg ist. Das heißt, wir sparen seit Jahren Wasser ein. Wir haben ein sehr großes Betriebsgelände, dort ist eine PV-Anlage auf dem Dach. Das heißt, der Strom, den unsere Maschinen, unsere Webmaschinen verbrauchen, wird selber hergestellt, beziehungsweise durch die Sonne. Wir haben unseren Wasserverbrauch in jedem Jahr verringern können für die Färbeprozesse und diese Dinge. Wir haben wasserlösliche Farbstoffe, wir haben keine Chemikalien im Einsatz, die in irgendeiner Form das Wasser verschmutzen. All diese Dinge kann Ihnen ein türkischer, ein chinesischer oder indischer Hersteller, glaube ich, nicht bieten. Und wenn Sie tatsächlich Kunden bedienen, glaube ich auch, ist es wichtig, denen mal zu sagen, wo das Material hergestellt wird und auch nicht erst zu warten, bis der Kunde fragt, haben Sie auch ein nachhaltiges Produkt in Ihrem Sortiment? Sie sollten proaktiv das beraten und dem Kunden, der nicht danach fragt, auch gleich so beraten, dass er auch zu Ihnen wiederkommt. Denn die Thematik, das ist, glaube ich, klar, in der Presse seit vielen Jahren ein Riesenthema, dass, wenn man schon was kauft, es möglichst nachhaltig sein soll. Eine 100%ige Nachhaltigkeit kann, glaube ich, keiner garantieren. Aber ich garantiere Ihnen, dass wir, solange wir das jetzt in Deutschland produzieren und auch Arbeitsplätze ja dann in Deutschland gesichert werden und nicht in irgendwelchen anderen Ländern, hier ein Produkt zum Endverbraucher kommt, was eben diese Dinge auch wirklich garantiert. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wer hat das nochmal gesagt? Das war, glaube ich, der von HIP, ne? Ja. Aber gut, das war an sich mein Anliegen. Hier sind die Flyer. Erkundigen Sie sich, wenn Sie später Lieferanten haben, wo die das Zeug herholen. Jeder wird Ihnen da eine schöne Geschichte erzählen, dass das Ocean Safe aus irgendwelchen Polyesterpullen aus dem Meer geholt wird. Das ist immer nur ein kleiner Teil der Kollektion. Bei uns ist die komplette Kollektion nachhaltig. Und wenn Sie das für jeden einzelnen Lieferanten mal abtesten, später mal, dann werden Sie feststellen, in keinem Bereich wird so viel gelogen wie in diesem. Greenwashing ist das große Thema. Wie gesagt, ich stehe mit meinem Namen dagegen. Und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der Messe. Nehmen Sie sich so einen Flyer mit oder gehen Sie auf unsere Internetseite, da sehen Sie das alles. Ja, schönen Tag.